Schwarzbund. Danke. Danke, Senfikon. Also es geht jetzt los, oder? Ja. Gut, dann geht's jetzt los. Guten Morgen. Morgen. Ich halte das Mikro möglichst nah. Ich versuche dran zu denken, ansonsten müsst ihr mich irgendwie durch wildes Gestikulieren darauf hinweisen. Ihr dürft mich auch, ich sage das als Disclaimer, mit irgendwie wildem Gestikulieren oder Schreien darauf hinweisen, falls ich mal anfange zu schnell zu reden. Das mache ich gerne und ich merke das dann nicht. Also müsst ihr das merken. So, Disclaimer vorbei. Worum geht's heute? Das steht da. Ich habe gestern schon festgestellt, ich bin ein bisschen besser im irgendwie wahnsinnig catchy Teaser-Texte schreiben. Ich hoffe, dass ich das Versprechen einlösen kann. Transparenz, Unabhängigkeit, Verantwortung sind irgendwie, glaube ich, alles so Schlagwörter, mit denen wir uns wahrscheinlich alle ziemlich schnell sofort irgendwie identifizieren können. So, ja, super, finden wir gut, müssen wir was machen, sind unsere Kernthemen. Wie sieht's aus, wenn der Profit zu dem Ganzen dazukommt? Das ist so ein bisschen mein Thema heute. Ich möchte über eigentlich eine große Frage sprechen, nämlich diese hier. Wie soll dieses Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft aussehen? Ein Verhältnis, eine Beziehung. Wir haben gestern ja auch schon irgendwie über Beziehungsmodelle, über offene Beziehungen, über Consent gesprochen. Ich glaube, die Grundfrage ist eigentlich, handelt es sich hier um gleichberechtigte Partner? Kann man überhaupt eine gleichberechtigte Beziehung anstreben? Oder ist es nicht eigentlich so, dass da irgendwie die unterschiedlichen Interessen und vielleicht auch Machtverhältnisse zwischen diesen zwei Teilnehmern ganz unterschiedlich verteilt sind und dass deshalb irgendwie eine gleichberechtigte Partnerschaft nicht das Ideal sein kann? Gut, das ist also die große Metafrage. Ich würde es gerne an einem Beispiel aufziehen, das vielleicht zwischendrin ein bisschen technischer wird, aber ich finde es irgendwie ganz spannend, sich mal an einem konkreten Fall anzugucken, wie denn dieses Zusammenspiel funktionieren kann oder vielleicht auch nicht so gut. Ich habe mir dafür rausgesucht den Corporate Governance Codex. Ich werde euch gleich noch ganz viel erzählen, was das ist und was das machen, was das kann. Ich habe mir den aus zwei Gründen rausgesucht. Einmal ganz pragmatisch, ich kenne mich damit ein bisschen aus, ich habe da irgendwie relativ viel mit gearbeitet. Gerade irgendwie in 2009, als es um so Themen wie Vorstandsvergütung ging, was da auch viel drin erwähnt wird. Und aber auch, weil sich dieser Kodex irgendwie eben mit Schlagwörtern rühmt, mit denen wir uns auch gerne rühmen. Eben genau diese Transparenz, Vertrauen. Ich habe euch mal dieses Vorwort aus der Präambel hier nochmal reinkopiert. Mit dem deutschen Corporate Governance Codex sollen die geltenden Regeln für Unternehmensleitung und Überwachung transparent gemacht werden, um so das Vertrauen in die Unternehmensführung deutscher Gesellschaften zu stärken. Das klingt ja irgendwie sehr, sehr anspruchsvoll und auch nach einem sehr hehren und irgendwie moralisch irgendwie guten Ziel. Das ist der Überblick über den technischen Teil. Ich werde erstmal kurz anfangen, was sind denn eigentlich Selbstverpflichtungen der Wirtschaft? Dann kurz erklären, was eigentlich Corporate Governance an sich ist, was dieser Kodex, was da so drin steht, wie der umgesetzt wird und wo es vielleicht ein bisschen problematisch ist, bevor wir dann in den spannendsten Teil der Diskussion kommen. Ja, Selbstverpflichtung in der Wirtschaft. Ganz banal, was sind denn Merkmale von Selbstverpflichtung? Klar, wie das Wort schon sagt, wird irgendwie von den Betroffenen selber vereinbart, die denken sich da irgendwas aus und committen sich da alle dazu. Orientiert sich natürlich, wenn es um wirtschaftliche Belange geht, an irgendwie den gesellschaftlichen, auch politischen Forderungen und ist meistens natürlich mit dem, was es so an geltendem Recht gibt, in irgendeiner Art und Weise verzahnt, also hängt nicht komplett in der Luft. Das Ganze hat natürlich ganz klar Vorteile. Ich glaube, das ist was, was wir irgendwie als Basisdemokratie-Fans irgendwie eigentlich sofort unterstützen würden, dass es irgendwie immer besser ist, irgendwie eine Vereinbarung kommt aus einer Gruppe heraus, als dass sie diese aufoktroyiert wird. Jetzt speziell auf die Wirtschaft bezogen, kann man natürlich auch sagen, wenn es dann so ein branchenweiter Standard oder quasi Standard wird, ist irgendwie auch der Druck relativ groß, sich da schon dran zu halten. Gesamtgesellschaftlich gesehen haben wir den großen Vorteil, dass wir nicht einen sehr langen und auch kostenintensiven Gesetzgebungsprozess haben. Kostenintensiv deshalb, weil man sich überlegt, wer da alles dran arbeiten muss, wie viel irgendwie Beamte und Mandatsträger damit beschäftigt sind. Und man kann natürlich auch das deutlich flexibler um- und neu gestalten, wenn es irgendwie, gerade wenn es Belange sind, die sich vielleicht irgendwie relativ schnell wieder ändern, gerade im technischen Bereich zum Beispiel. Es ist also so eine Selbstverpflichtung, muss jetzt nicht Schlechtes sein, kann sogar vom Prinzip her eigentlich was sehr Gutes sein.
gibt ganz viele Beispiele. Ich lese jetzt diese lange Liste nicht vor. Ein prominentes Beispiel ist zum Beispiel, dass sich alle Banken darauf verpflichtet haben, dass es Girokonten für alle gibt. Frauen in Führungspositionen ist eine andere Selbstverpflichtung. Eine ältere, die auch ziemlich gut funktioniert hat, ist zum Beispiel die Verpflichtung der chemischen Industrie auf FCKW-Gase zu verzichten. War auch eine internationale Verpflichtung. Gibt auch ein paar, die angedacht waren als Selbstverpflichtung und nicht umgesetzt wurden, sondern gesetzlich geregelt wurden. Dosenpfand zum Beispiel. Nur um so ein paar Beispiele zu nennen. So, jetzt kommen wir zu Corporate Governance. Was ist das denn eigentlich? Hat jemand von euch eine Idee? Weiß es jemand? Kennt sich jemand damit aus? Zwei zögerliche Meldungen und noch so eine halbe. Ich habe mir erstmal aus unserem Lieblingsnachschlagewerk rauskopiert. Corporate Governance bezeichnet den Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung von Unternehmen. Nein, stopp. So. Es geht um die Grundsätze der Unternehmensführung. Also es geht jetzt nicht darum, wie ist das ganze Unternehmen geregelt. Es geht auch nicht darum, was macht das Unternehmen. Es geht nicht darum zu regeln, in welchen Geschäftsfeldern Unternehmen tätig sein dürfen oder nicht. Das könnte man ja auch darunter verstehen, irgendwelche gerade so moralischen Ansprüche, so wir produzieren keine Waffen. Wäre schön, darum geht es aber nicht. Corporate Governance beschäftigt sich tatsächlich vor allem mit den Organen der Unternehmensführung in großen Unternehmen, Aufsichtsrat und Vorstand. Diese Art und Weise, wie man Corporate Governance eben lebt und umsetzt, ist einerseits klar von den rechtlichen Bestimmungen irgendwie eingeschränkt, hängt aber natürlich auch ganz klar von den individuellen Unternehmen, von deren Kultur und dann natürlich auch von den Leuten, also den Personen, die da in Vorständen und Aufsichtsräten sitzen, um. So. Was steht denn jetzt genau in diesem Kodex drin? Nochmal kurz zum Rahmen. Ich habe gerade schon gesagt, es ist eine Selbstverpflichtung. Dieser Corporate Governance Kodex ist eine Selbstverpflichtung börsennotierter Unternehmen. Wurde erstellt durch eine, jetzt wird es schon ein bisschen spannend, politisch unabhängige Regierungskommission. Weiß nicht, ob ihr schon wach genug seid, dass euch das auffällt. dieser Kodex ist jetzt nicht von vorne bis hinten alles neu, sondern wiederholt sehr oft, natürlich in ein bisschen lesbarer Sprache, irgendwie das, was schon im HGB zum Beispiel drinsteht. Er erweitert diese gesetzlichen Vorschriften um Empfehlungen und Anregungen. Empfehlungen sind Sachen, die soll man machen, Anregungen sind Sachen, die sollte man machen. Also nice to have and even nicer to have, so ungefähr. Und die Verzahnung hier mit den gesetzlichen Regelungen sieht eben vor, also es gibt im HGB eben einen Absatz, der sagt, alle Unternehmen berichten darüber, wie sie diesen Kodex einhalten. Das ist aber alles. Ich kann auch sagen, finde ich alles blöd. Machen aber die wenigsten. Nochmal kurz zum Hintergrund, warum dieser Kodex entstanden ist. Ihr erinnert euch vielleicht noch irgendwie an den Namen Enron. Ja, da ist irgendwie einiges schief gegangen mit der Corporate Governance Code, mit der Corporate Governance. Weiterer Hintergrund ist, dass ja gerade so das angelsächsische und deutsche Unternehmensführungssystem stark unterschiedlich ist. Also wenn man sich jetzt Aktienunternehmen anguckt, deutsche Unternehmen waren ganz lange hauptsächlich von den Großbanken finanziert. Es waren zwar AGs und theoretisch konnte man da Aktien kaufen, aber ganz ehrlich, welcher normale Mensch hat sich mit Aktien beschäftigt, bevor die Telekom-Aktie kam? In den Staaten war das schon viel, viel länger anders, dass da eben sehr, sehr viel mehr in Streubesitz war, also wirklich irgendwie Einzelmenschen auch Aktien besessen haben, was automatisch dafür gesorgt hat, dass man natürlich irgendwie auch anders Öffentlichkeit informieren muss, anders Daten publik machen muss, auch anders über die Art und Weise, eben wie man so einen Konzern steuert, berichten muss. Um einmal so diesen Gap zu überbrücken, um eben das Vertrauen in deutsche Gesellschaften zu stärken, und aber eben auch, um so katastrophale Pleiten ein bisschen zu vermeiden, kam dann der Druck, irgendwie auch aus dem politischen Bereich zu sagen, okay, gut, irgendwie müssen wir da ein bisschen engere Vorschriften machen. Was sagt so ein großes Aktienunternehmen, ein großer Konzern, das heißt, es kommen jetzt engere Vorschriften? Nicht unbedingt, oh ja, super geil. Vielleicht eher, gibt es da noch irgendwie einen Weg rum? Ja, klar gibt es einen Weg rum. Wenn ihr schneller seid als das Gesetz und euch zusammensetzt und euch eine Selbstverpflichtung auferlegt, dann kommt vielleicht kein Gesetz. So in kurz ist das dann also passiert.
So, jetzt mal aber zu den wirklichen Inhalten. Ihr könnt euch den alle angucken, wenn man das irgendwie einmal googelt. Ich habe auch im Abspann noch die ganzen Links drin. Gibt es diesen ganzen Text. Das sind auch irgendwie, ich glaube, keine 10 Seiten. Das kann man ganz gut lesen. Ich habe euch die wesentlichen Inhalte mal in so ein paar Stichpunkten zusammengesetzt. Es geht also gerade auch um die Kommunikation eben mit Aktionären. Es gibt ja Investor Relations. Wem sagt Investor Relations was? Ah, schon deutlich mehr. Okay. Ihr dürft doch alle schreien, wenn es zu technisch wird. Zu was auch immer wirtschaftsnerdig. Investor Relations sind gesetzliche Vorschriften, was ein Aktienunternehmen an die Öffentlichkeit, eben seine Aktionäre, kommunizieren muss. Da gibt es irgendwie ganz klare Vorgaben, was veröffentlicht werden muss, wie schnell, damit eben alle auf dem gleichen Stand sind und nicht irgendjemand Wissensvorsprung hat und den an der Börse zu Geld machen kann. Der Corporate Governance Codex macht da noch ein bisschen weitere Vorgaben. Dann geht es viel um die Zusammensetzung von diesen beiden Gremien, also wie die besetzt sind und wer da drin sitzen sollte. So Regelungen wie, dass man vielleicht nicht unbedingt mit 80 da noch drin sitzt, nur irgendwie, um da halt noch ein nettes Salär mitzunehmen, dass man nicht unbedingt vom Vorstand direkt in den Aufsichtsrat weiterrutscht, dass es da irgendwie auch festgelegte Auswahlprozesse geben muss, also alles, was irgendwie relativ vernünftig klingt, aber eben einfach bisher oft nicht geregelt war. Wie diese beiden Gremien zusammenarbeiten, wie sie bezahlt werden, das war ein ganz großer Punkt, der im Corporate Governance Codex 2009 noch auch ergänzt wurde, eben gerade so nach der ersten großen Welle der Finanzkrise, dass man eben gesagt hat, okay, das kann irgendwie nicht sein, da ist irgendwie massives Ungewicht, wie da irgendwie teilweise Top-Manager bezahlt werden und vor allem eben gerade auch in den Boni. Die nehmen irgendwie alle noch Boni mit und Unternehmen gehen irgendwie bergab oder sogar bankrott und irgendwie, es gibt aber keinen Downside zu diesem Bonus, also keinen Malus quasi. Solche Sachen sind da drin geregelt. Und dann natürlich irgendwie so gegen Jahresende Konzernabschluss. Das war ja ein Riesenproblem, gerade auch bei Enron, dass eben nicht unbedingt die Leute, die die Inhalte fabrizieren, die Inhalte auch prüfen. Auch das klingt irgendwie logisch. Gab es aber halt bis dato keine ganz konkreten Vorschriften dazu. Habt ihr so ungefähr eine Vorstellung, was in diesem Kodex drin steht jetzt? So ganz grob. Kann ich es nochmal irgendwie zusammenfassen? Ja, also es gibt so, man kann es in so in vier wesentliche Dimensionen trennen. Man kann irgendwie sagen, es gibt irgendwie Vorschriften, die beziehen sich auch Transparenz gegenüber der Unternehmensführung. Also es geht nicht um, legt mal eure Patente offen. Es geht tatsächlich um, wie kommt ihr zu irgendwelchen Entscheidungen im Vorstand. Dann geht es irgendwie um Kontrollmechanismen, also wie ist irgendwie sichergestellt, dass was die tun auch irgendwie in Ordnung ist. Es geht um Anreizsysteme, das ist das ganze Thema Bezahlung. Und irgendwie so die vierte große Säule ist Diversity, wobei sie sich nicht, ich sage das gleich mal, weil ich bin ja da irgendwie in diesem Thema auch eindeutig vorbelastet, es geht da lange nicht nur um Frauen, sondern es geht tatsächlich auch um diese ganzen Themen, irgendwie Altersgrenzen, Besetzungen eben ein bisschen zu vermeiden, dass man so, wenn man einmal irgendwo in irgendeinem deutschen Unternehmen im Vorstand sitzt, eigentlich sein Leben lang mit Aufsichtsratmandaten irgendwie gut versorgt wird. Diesen Automatismus ein bisschen zu verhindern. Das sind so diese großen vier Säulen. Ja, und wenn man sich anguckt, wie der so eingehalten wird, dann sieht es eigentlich super gut aus. Olli ist misstrauisch. Ich gehe gleich nochmal weiter, wie diese Zahlen zustande kommen. Also diese Zahlen kommen erstmal so zustande, dass man sich eben alle diese Empfehlungen, die in diesem Kodex drinstehen, anguckt und sagt, okay, wie viele Unternehmen halten sich da dran? Da kommen da ziemlich gute Quoten zustande. Wobei man natürlich auch sagen muss, DAX- und MDAX-Unternehmen sind nur die Spitze des Eisbergs. Also es gibt irgendwie... Die müssen es im Jahresbericht, müssen die darüber berichten. Aber also die müssen ja darüber berichten, was alles nicht stimmt. Und wenn sie tatsächlich, also wenn sie in diesem Bericht quasi Schwachsinn erzählen, dass da die Berichtspflicht im HGB steht, ist das dann schon wieder eine gesetzliche Vorschrift? Ja. Ja? Achso. Das Mikro braucht noch eine Sekunde, aber vielleicht wenn du die Frage einfach für den... Ja, ich wiederhole die Frage. Ich glaube, es gibt 30 Unternehmen im DAX, stimmt das? Ja. DAX sind 30 Unternehmen, MDAX sind 100 Unternehmen. Dann auf 98,1%. Wenn eins fehlt, dann sollten das schon 3,3%
Nein, weil sie ja alle diese Vorschriften in dem Corporate... Ja, Entschuldigung, ich wiederhole die Frage nochmal, wie es auf die, wenn es 100 Unternehmen im DAX gibt, wie ich dann auf 98,1% komme. 30 Unternehmen im DAX, 100 im MDAX. Es geht nicht darum, ob sich ein Unternehmen daran hält, ja oder nein, sondern zu wie viel Prozent sich ein Unternehmen daran hält. Weil es sind ja um die 100 irgendwie Einzelsätze in diesem Kodex, die dann eben einzeln bewertet werden. So kommen die Zahlen zustande. Und, ich komme gar nicht auf die Zahlen, sondern da gibt es dann eben wieder Studien, die irgendwie alle diese Jahresberichte zusammenfassen und sich angucken, wer wo abweicht. Diese Ausreden zu lesen ist auch sehr schön. Es gibt zum Beispiel eine Vorschrift, alle Aktionäre sollen doch bitte auch auf elektronischem Weg zur Hauptversammlung eingeladen werden. Und dann gibt es bei ganz vielen Unternehmen, ja, das wäre irgendwie wahnsinnig aufwendig, da müssten wir die E-Mail-Adressen rausfinden, das sehen wir als zu großen Aufwand, das machen wir nicht. Aber es ist sehr schön, wie die das dann erklären. Irgendwie aufgrund unserer organisatorischen Strukturen war es uns nicht möglich, leider. Okay, ja, ich komme nämlich auch gleich nochmal dazu, warum diese Zahlen, also warum Olli vielleicht recht hat, wenn er da so guckt. Ihr seht jetzt wahrscheinlich da nicht so wahnsinnig viel, ihr seht aber nur, dass diese, also 100% wäre quasi diese äußere Linie. Ich weiß nicht, ob man ungefähr noch Farben sieht, blau ist zum Beispiel das Thema Transparenz. Das sind die DAX-Unternehmen. Da sieht man also, da gibt es doch in vielen Bereichen schon auch krasse Ausreißer. Oder sie zahlen vielleicht nicht mehr so. Also diese 98% so ein bisschen in Relation gesetzt werden. Und das ist, also das ist der DAX, das sind die 30 DAX-Unternehmen. Wenn man sich dann schon mal den MDAX anguckt, wird es schon deutlich verzahnter. Also hier zum Beispiel Hugo Boss hat irgendwie massive Probleme, ihre Anreizsysteme irgendwie so zu gestalten, wie sie es denn eigentlich sollten. Wenn man jetzt nochmal weiter runtergehen sollte, und das, wie gesagt, das sind jetzt 130 Aktienunternehmen von, ich weiß nicht wie viel Tausenden in Deutschland, würde sich das immer mehr aufzahlen. Weil umso weniger auch öffentliche Aufmerksamkeit auf einem Unternehmen liegt, umso weniger fühlen sie sich dran gebunden. Man könnte trotzdem sagen, naja, es ist ja trotzdem irgendwie ziemlich viel. Ja, jein. Weil nämlich... Erstens, wenn man sich mal die Punkte anguckt, an die sich hält, sind es halt schon so die wesentlichen, also jetzt nicht nur die elektronische Einladung, kann man noch sagen, naja, kriegen Sie es halt per Post, obwohl ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ich einen Brief kriege, der liegt irgendwo, wenn ich eine E-Mail kriege, das habe ich irgendwie eher auf dem Schirm. Also das ist, man könnte da auch schon unterstellen, dass da ein System dahinter steht, dass man vielleicht nicht so viele Einzelmenschen auf seiner Hauptversammlung haben will. Spannendes Thema sind aber auch zum Beispiel Direct and Offices Versicherungen. Wer hat das schon mal gehört? Okay, es ist so eine Art Haftpflicht irgendwie halt quasi für Manager. Der Corporate Governance Codex sagt, wenn ihr als Unternehmen eine Haftpflicht für eure Manager abschließt, dann soll da bitte eine Selbstbeteiligung drin sein. Machen ganz viele Unternehmen nicht. Das ist dann ungefähr so, wie wenn ich irgendwie, wenn der Olli zu Six geht, ein Auto mietet und ich sage, du passt schon, ich schließe dir eine Vollkaskoversicherung ab und wenn das Auto gegen Baum fährst, zahle ich. Ja. Deckelung der Abfindungen ist auch so ein Thema, was ja auch viel in der Öffentlichkeit stand. Also wenn man sich halt guckt, welche sind die Punkte, wo die eigentlich, wo sich viele nicht dran halten, sind es eigentlich genau die kritischen? Damit geht es schon mal los. Ja, brauche ich jetzt auch nicht alle vorlesen, denke ich. Und wenn man sich halt dann nochmal den Hintergrund dieses Kodex anguckt, dann wird einem eigentlich klar, warum diese 98% überhaupt gar nichts aussagen. Erster Problem. Punkt aus meiner Sicht ist die Zusammensetzung dieser Kommission. Ich habe vorhin schon gesagt, politisch unabhängige Regierungskommission. Warum sie Regierungskommission heißt, weiß irgendwie niemand so genau. Vielleicht, weil die Regierung gesagt hat, bildet mal eine Kommission. Das war aber auch alles. Da sitzt niemand aus der Politik drin, da sitzen hauptsächlich Manager drin, hauptsächlich Menschen, die in irgendwelchen Vorständen, Aufsichtsräten in eben großen DAX, MDAX-Konzernen sitzen. Es gibt irgendwie zwei Mitglieder, die potenziell ein bisschen kritisch sein könnten. Jemand aus dem Gewerkschaftsbereich und dann irgendwie noch ein Professor. Aber die überwiegende Mehrheit dieser 13 Menschen ist halt irgendwie... Bitte? Nee. Also nicht in der aktuellen Besetzung. Und dann, wenn man sich halt guckt, okay, diese 98% sind ja schön, aber bis auf diese wesentlichen kritischen Punkte, die ich gerade vorgelesen habe, sind es eigentlich auch alles irgendwie ziemliche No-Brain. Das ist halt so, ja, der Vorstand soll sich eine Geschäftsordnung geben. Okay, tschack, eingehalten. Schon 1% mehr.
Es ist da jetzt auch wirklich nichts drin, was quasi nicht absolut notwendig ist, um irgendwie gesetzliche Regelungen zu verhindern. Also es ist so das Mindestmaß. Das ist irgendwie das, worum sie sich am allermeisten streiten, ist Transparenz in der Vergütung. Also sollen wir einzeln vergüten, was die Vorstände, einzeln berichten, was ein Vorstand verdient oder nicht? Das ist so mit der größte Streitpunkt. Ansonsten wenig Unstrittiges. Ja, und aus meiner Sicht das allergrößte Problem, dass man zwar in diesen 98%, was auch immer die sagen müssen, nicht sieht, ist halt die fehlende Verbindlichkeit. Ich kann halt sagen, nö, ihr erfahrt nicht, was unsere Vorstände verdienen und gut ist. Also, ja, das war's. Was halt für mich so ein bisschen irgendwie, ja, diese Regelung ein bisschen hinfällig macht. Also, das ist ja irgendwie alles schön und gut, aber wenn ich die Option habe, mich an keine dieser Regeln zu halten, ohne dass irgendwas passiert, außer dass vielleicht irgendein empörter Aktionär anruft und sagt, ich habe gelesen, ihr haltet euch da nicht dran, ja, frage ich mich halt irgendwie, wie sinnvoll diese Regulierung sein kann. Genau, ja, und da sieht man irgendwie halt auch nochmal ganz klar, dass die Selbstverpflichtung nicht entstanden ist aus der intrinsischen Motivation, hey Leute, irgendwie läuft es uns nicht so richtig, wir müssen da mal irgendwie was regeln, damit wir alle auf einem Stand sind und damit es irgendwie, damit wir selber dafür sorgen, dass irgendwie solche grandiosen Pleiten nicht mehr passieren, sondern die Motivation war ganz klar eine extrinsische, die Motivation war klar, Politik sagt, okay, wir überlegen hier gesetzlich Sachen zu regeln. Und dann war das quasi das große Damoklesschwert und um das zu verhindern, hat man halt gesagt, okay, wir machen da selber was. Frage? Wie sieht das dann bei den Unternehmen aus, die da mitmachen? Sind die am wenigsten beleidigt, wenn die 100% haben und die anderen nicht? Oder machen die dann eine Werbeaktion und sagen, hier Deutsche Telekom hat 100% und hier Hugo Boss nur ganz wenig? Oder sind auch die, die mitmachen, da komplett nicht dran interessiert? Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Jahresbericht einer AG gelesen hat. Na, immerhin gut, Lavinia. So, toll. Nee, niemand rühmt sich damit. Ich glaube, dafür ist es irgendwie auch zu trockenes Thema. Also es gibt irgendwie Einzelthemen. Klar, die Telekom rühmt sich zum Beispiel mit ihrer Frauenquote, die aber nur indirekt jetzt irgendwie damit zu tun hat. Nee, also gibt niemanden, der da irgendwie aus dem internen Kreis Druck macht. Ja, wenn man sich jetzt auch noch mal ein bisschen so die Stimmen dieser Menschen anguckt, der Kromme, genau, der sagt, der eigentlich dieses Vorwort auch geschrieben hat mit Transparenz und Vertrauen, sagt ihr aber halt irgendwie in der ersten Vorstellung, ist ein wichtiger Beitrag zur Deregulierung, wo ich mir denke, Moment, ihr habt da gerade Regeln zusammengeschrieben und das hilft jetzt zur Deregulierung. Seems legit. Also wo man auch so ein bisschen den Hintergrund sieht. Dann diese Debatte zur Offenlegung der Gehälter. Reitzle, Vorstand von Linde, also auch DAX-Unternehmen, Riesenarbeitgeber auch. Das muss man auch mal sehen. So ein DAX-Unternehmen ist ja nicht nur ein Konzern, sondern da sind ja tausende Menschen mit Arbeitsplätzen und mit Aktien dran beteiligt. Der sagt also, das ist totaler Sozialneid. Wenn man irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie mir Linde-Aktien kaufe für ein paar hundert Euro und dann gerne wissen würde, wie viel von dem Geld denn in dieses Vorstandsgehalt fließt, nö, geht dich nichts an. Ja. Und dann gab es nochmal eine sehr spannende MNET-Umfrage unter eben Aktionären, die irgendwie zum Schluss gekommen ist, dass Aktionäre eigentlich diese Regelung deutlich strenger fassen würden als der Kodex. Nicht groß erstaunlich, aber man sieht da irgendwie halt so diese Diskrepanz. Und dann gibt es das Zusammenspiel nochmal zu dieser Kommission, weil du vorhin gefragt hast, wer macht diese Studien? Die Studien, die ich zitiert habe, sind von einem anderen Institut, aber eigentlich das deutsche Institut, das sich mit Corporate Governance beschäftigt in Berlin, wird von Professor von Werder geleitet, der zufällig in der Kommission sitzt. Der sitzt in der Kommission, macht diese Regelungen und schreibt dann die Studien, wie die Regelungen eingehalten werden. Wobei in dieser Regelung steht, dass Menschen, die Inhalte machen, nämlich Konzernabschlussberichte, diese nicht prüfen sollen. Also es ist ein bisschen absurd an manchen Stellen.